Kapitel 1 Vorbereitung auf die Ankunft. Es war ein bekannter Ort mit bekannten Gesichtern. Während das Team um seine Söhne gerade noch auf der Vulkaninsel rastete, war der Diener Omegons bereits wieder in Silberdorf angekommen. Sein Cape hatte er etwas verschoben, um Wunden aus seiner Schlacht zu verdecken. Auch hatte er sich einen Teil des Stoffes als Kapuze über den Kopf gezogen, um nicht zu zeigen, dass selbst aus seinem Maul noch Blut floss. Er wollte auf seinem Weg zu Omegon nicht gestoppt werden. Auch wenn die Bewohner Silberdorfes es nicht aus Bosheit oder Schadenfreude tun würden, sondern aus tatsächlicher Sorge. Warum respektierten sie ihn überhaupt? Statt auf die Pokémon einzugehen, die sich im Dorf herumtrieben, folgte das Akani dem schnellsten Weg zu jenem Punkt, an welchem Omegon seinen Kern hatte. Noch als er auf die erste Stufe der Treppe in den Untergrund trat, ertönte allerdings eine Stimme von unterhalb, auf welche er gerne verzichtet hätte. Halt! Wer will deine Audienz? Ich glaube eher, dass Omegon einen Bericht will, als dass ich eine Audienz möchte. Also Ruhe da unten. Immer dieses Impagator. Wenn sein Kind nur könnte, würde er dem Mon den Hals umdrehen, aber nein, Omegon brauchte ja seinen besten Verräter. Da tritt heran, Sakit. Zwar stimme ich nicht zu, dass du keine Audienz wollen solltest, doch deine Informationen sind mir durchaus wichtig, gerade da ich Erwartungen habe. Erwartungen? Ja, ja. Entschlossen, trotz des Misserfolges, trat das Akani hinab in die Tiefen. Neben dem Weltenkern stand hier, wie bereits klar, Günther selber, den Blick auf die Treppe gerichtet. Deine Ankunft nach zu urteilen, hoffe ich stark für dich, dass Blut geflossen ist. Du kanntest deine Mission. Lord Omegon. Symbolisch legte das Akani sein Cape und seine Kapuze ab. Der Anblick besorgte selbst Günther für einen Moment. Asches letzter Angriff hatte eine große Wunde im Bauch des Akani hinterlassen, welche zwischen vielen kleinen Wunden und Kratzern stand. Zudem das bereits erwähnte Blut, welches aus dem Maul des Akani tropfte. Auch eines seiner Augen hielt er geschlossen. Grund war natürlich eine Verletzung. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Was hast du getan? Nach all deinen Plänen, nach allem, was ich folgen musste, ich kann ihn nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob er noch ein Pokémon ist. Es ist Blut geflossen, aber nur meines. Ich habe gekämpft mit meiner Kraft und aller Kraft, die du mir gegeben hast. Aber es hat nicht gereicht. Nicht mal, als ich meinen Sohn alleine traf. Was? Was willst du mir gerade erzählen, Mon? Du willst mir sagen, dass meine Kraft und dein Kriegerdasein angeblich nicht genug wären, um ein einsames Vulcano zu besiegen? Nicht soll. Flamme. Wobei er diesen Namen abgelegt hat. Das Vulpix. Das schwächliche Irreding! Dieses Mon soll dich so zugerichtet haben! Alleine! Er war nur wenige Minuten lang alleine. Danach folgte der Rest seines Teams. Und was ist mit dem Pokémon, das ich in ihre Gruppe eingeschleust habe? Hat sein Verrat die Moral nicht gebrochen? Habt ihr die Hilfe nicht genügt? Von diesem Pokémon soll ich dir eine Nachricht überbringen. Lord Omegon, ich gebe sie Wort für Wort wieder, wie sie mir zugetragen wurde. Sprich! Sie sagte mir, sage dem Dreckskerl, dass ich viel zu viel gesehen habe, um ihm nur eine Sekunde länger zu folgen. Das Wort Dreckskerl sprach Sakit mit gewissem Enthusiasmus. Es teilte durchaus auch seine Gedanken mit, aber dies war die einzige Gelegenheit, es Omegon ins Gesicht zu sagen, ohne dafür in Schwierigkeiten zu geraten.
Das kann nicht alles geschehen sein. Du verheimlichst etwas. Diese Gruppe hat noch nie einen wahren Feind geschlagen und nun... Ein pinkes Pokémon hat sie begleitet. Er sagte, dass die Gruppe bereits eine Stimme des Lebens getötet habe, als sie noch schwach waren. Ein pinkes Pokémon! Das muss Mew gewesen sein! Das war wohl seine Art, Informationen zu vermitteln. Wie? Sagte ich ihr, dass ich nur ein Pokémon in ihren Reihen hatte? Mew hatte eine andere Mission. Er ist eine Stimme des Lebens und sollte herausfinden, was diese Mon gedenken zu tun. Und sie stoppen, sobald er es weiß. Offensichtlich wusste er noch nicht genug, wenn er sie noch begleitete. Aber von Mew befürchte ich kein Verrat. Denn das Schicksal steht mit uns. Und er würde niemals dem Schicksal widersprechen. Und doch... Sie haben die Stimme des Sturmes getötet. Das hat dir Mew erzählt. Aber wie? Sie sind Pokémon. Sie sind sterblich. Sie hat noch ein Pokémon bei sich, welches im Weltenbaum des Sturmes noch nicht bei ihnen war. Was denkst du, interessieren mich ihre jämmerlichen Freunde? Es war ein Pokémon mit genug Einfluss, damit selbst ich seinen Namen kannte. Und du tust es auch. Darkrai, der Bote der Weltengeister, hat sich ihn angeschlossen. Kurz kehrte Stille ein. Allerdings brach diese schnell durch Günther. Darkrai! Darkrai lebt! Ich dachte, wir hätten ihn dann für alle mal beseitigt. Wie kann das sein? Er hat die Macht des ersten Menschen verloren und somit viel seiner Gefahr. Ich hätte ahnen können, dass er nicht einfach aufgibt. Auch im Wissen, dass die gesamte Sage um seine tollen Auserwählten erlogen ist. Er steht also weiterhin zu ihm und scheint irgendwas vorzuhaben. Mir gefällt das nicht, ganz und gar nicht. Diese Pokémon werden mächtig. Sie überzeugen meine Krieger, haben Darkrai bei sich. Haben eine Stimme des Lebens getötet. Wir können nicht still bleiben. Wenn sie schon Trikefalo bezwungen haben, ist Mew sie nicht so sicher, wie ich vermutet habe. Was redet ihr da für Dinge? Stimmen des Lebens? Was heißt das alles für uns? Kurz kehrte Stille ein, bevor Megon eine folgenschwere Entscheidung traf. Das heißt, wir müssen handeln. Extrem. Günther, hör mir gut zu. Ich habe Anweisungen. Diese gesamte Welt muss kontrolliert werden. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Feinde nicht eintreffen. Sie werden eintreffen. So müssen wir denken. Vom Worst Case ausgehen. Und du leitest die Operation, Günther. Plan ist der folgende. Die Pokémon haben 36 Stunden. Nach dieser Zeit müssen sie alle, und ich meine alle, in einer Stadt sein. Sobald diese Zeit vorbei ist, wird jedes Pokémon außerhalb einer Stadt als Verräter behandelt. Die Ausnahmen sind dein Team und sein Kind. Und die Ausnahme der Städte ist Silberdorf. Silberdorf wird evakuiert. Komplett. Die Bewohner des Dorfes sollen in andere Städte reisen. In Silberdorf bleibt nur ihr. Sobald die Pokémon in den Städten sind, übernehmt ihr die Hauptrolle. Günther, du bewachst ab dann diesen Ort. Durchgehend. Und hast dabei immer so viele Pokémon wie möglich bei dir. Sakit, du reist. Du wirst durch die Welt reisen, alles außer die Städte. Und wirst dafür sorgen, dass alle Pokémon in diesen Orten bekommen, was sie verdienen. Gerade wenn du unsere Feinde triffst. Günther, aus eurem Team kann theoretisch Verstärkung kommen. Am besten wacht ihr in dieser Gegend. Sakit übernimmt den Rest. Aber schickt niemals mehr als zwei Mon weg von meinem Kern. Entweder findet ihr den Feind,
oder der Feind findet euch. Oder sie erreichen diesen Ort niemals, bevor das Imperium eintritt. Das wäre natürlich der beste Fall. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass er eintritt. Deswegen müsst ihr alle bereit sein. Mir ist egal, wie stark der Feind glaubt zu sein. In meiner Welt sind sie machtlos. Habt ihr alles verstanden? Ich verstehe den Sinn meiner Rolle nicht. Die Pokémon, die ich auf Reisen treffen könnte, die ich bestrafen könnte, sind nicht wichtig. Und ich habe selber gerade erst spüren dürfen, dass ich die Gegner nicht besiegen kann. Also was bewirkt es? Punkt 1. Jene unwichtigen Pokémon werden trotzdem als Verräter diesen Ortes gehandelt. Genau, die gibt es nicht, egal wer dir gegenübersteht. Punkt 2. Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, wo du hier bist? Was denkst du, geschieht hier? Wir sind in meiner Welt. In einer Welt, in der ich so viel mehr Macht habe, als in allen anderen Weltenbäumen. Hier mischen sich die Karten neu. Hier werden mächtige Gegner zu mickrigen Insekten. In dieser Welt habe ich das Heimspiel. Und wer mich bezwingen will, muss sich darauf einlassen. Oder schlauer noch, es aufgeben. Aber so clever waren sie alle noch nie. Du befiehlst diesen Ausnahmezustand. Was, wenn sie nicht kommen? Wie lange müssen wir ihn dann aushalten? Wann ist es endlich soweit? Wann entsteht endlich das Imperium, von dem du so lange schwärmst? Genau kann ich das erst sagen, wenn es soweit ist. Aber die Macht wächst und wächst. Im schlimmsten Fall sind es einige Wochen. Im besten Tage. Ihr werdet euch nicht ewig gedulden müssen. Gut, dann eine bessere Frage. Wie genau stellst du dir vor, dass wir die gesamte Welt von diesem Plan überzeugen und sie in weniger als 2 Tagen alle verwahrt haben? Gerade die Mon aus Silberdorf. Es gibt nicht viele Orte, die langsamere Pokémon in 36 Stunden überhaupt erreichen können. Du, Günther, bemerkst es vielleicht nicht, doch du alleine bist das mächtigste Pokémon im ganzen Weltenbau. Dein Ruf und deine Vergangenheit und deine Rolle als Anführer. Hast du nicht die legendären Ionenzwillinge auf deiner Seite? Mit ihrer Macht verbreitet sich die Nachricht um die Welt. Und wer würde es wagen, dir zu widersprechen? Dem Wort des größten Herrschers, weitergeleitet über legendäre Helden. Und was Silberdörfler angeht, ihr kennt die Pokémon diesen Ortes. Sollte eines von ihnen 40 Stunden in die Stadt brauchen, dann drückt dein Auge zu. Wichtig ist, dass sie reisen und nicht zögern. Wer gehorcht, wird nicht bestraft. Versucht trotzdem, die Langsamen in die Nahen und die Schnellen in die Fernstädte zu bringen. Und ich sage es noch einmal, abgesehen von diesen gegebenen Ausnahmen, ist jedes Pokémon, das nicht zu euch gehört und sich außerhalb der Städte befindet, ein Feind. Mir ist egal wer, mir ist egal, ob ihr das Mon kennt, mir ist egal, was es glaubt, für eine Ausrede zu haben. Wer die Regel bricht, wird eliminiert. Dann bleiben aber immer noch 2 Fragen. Erstens, was ist, wenn unsere Feinde selber in eine Stadt reisen? Zweitens, wozu der ganze Scheiß mit den Städten? Wenn die Feinde in eine Stadt reisen, dann interessiert uns das nicht. Sie werden keine unnützen Kämpfe mit Zivilisten beginnen und finden diesen Ort dann nicht. Wenn sie lieber in einer Stadt bleiben, dann gerne sogar. Ich war immer offen, ihnen einen Platz in meinem Imperium zu geben. Und das Ganze macht ihr damit. Nun sagen wir es so. Ich bin Omegon, der Kaiser. Ich plane immer weit. Sollte Äußerstes zum Äußersten kommen,
habe ich einen Plan. Und für diesen würde es schaden, Pokémon in der Wildnis zu haben. Und auch für den Fall, dass sich genug Energie sammelt. In jenem Fall ist es schlicht für meine persönliche Simplizität, das Imperium zu kreieren, simpler, wenn die Pokémon gesammelt sind. Zudem möchte ich nicht, dass einsame, beeinflussbare Wesen der Gruppe begegnen. Es wäre schlicht unnötig, das Risiko zu kreieren, dass sich ihnen noch jemand anschließt, egal wie jämmerlich. Je weniger Blut fließen muss, desto besser ist es letztlich. Gut, ich glaube, ich verstehe alles. Dann werde ich den Prozess beginnen. Günther drehte sich schon weg und lief zur Treppe. Auf der ersten Stufe wandte er sich jedoch noch einmal um. Und ich hoffe sehr, dass du weißt, was du tust. Ich habe viel gegeben, um dieser Welt den Frieden zu schenken. Und vor allem ihren Pokémon. Ich habe das Gefühl, dass deine sogenannte Übervorsicht bisher in diesem Kampf nichts bewirkt hat. Wir sind viel zu weit gekommen, um hier zu scheitern. Und wenn ich diesen Frieden alleine erzwingen muss, dann werde ich das. All das hier darf nicht für nicht sein, Omegon. Verstehst du das? Das wird es nicht sein. Die Lage mag ernst wirken. Doch entschieden ist der Krieg schon lange. Auf unserer Seite stehen Krieger, Legenden, Millionen, das Schicksal höchst selbst. Und gegen uns steht eine Handvoll Verzweifelter. Der heutige Tag soll der Anfang vom Ende sein. Das Ende der Ära der Weltenbäume. Und der Anfang des Imperiums. Günther, auf. Das große Finale beginnt. Und du, mein Freund, spielst in diesem Schauspiel eine Hauptrolle. Vorhang zu.